Thomas Albrecht, schön, dass du da bist. Heute hier, um über das Buch Citroën 100 Jahre Automobilgeschichte zu sprechen, hier im Hill Verlag. Was macht die Marke Citroën aus? Ja, das ist eine interessante Frage, weil viele Leute darin unterschiedliche Dinge sehen. Das Wichtige an diesem Buch ist, dass es halt die französische Sicht schildert. In Deutschland gilt Citroën als exotisch. Da ist das sozusagen so ein Farbfleck. Für die Franzosen ist Citroën etwas, was seit 100 Jahren zu ihrem Alltag dazugehört. André Citroën hat als erster in Europa Autos am Fließband gebaut. Und für ihn war eigentlich wichtig, das Auto zu verbreiten, populär zu machen, unter die Leute zu bringen. Und das war von vornherein sein Ansatz. Und deswegen ist das Buch auch sehr interessant, weil es halt unterschiedliche Facetten beschreibt, die so nicht immer in Büchern über die Marke zum Ausdruck kommen. Man denkt immer an Avantgarde, besondere Designhöhepunkte, technische, außergewöhnliche Einfälle. Aber Citroën ist eigentlich zunächst mal Popularität, also tatsächlich ein volkstümliches Auto. 100 Jahre ist eine stolze Zahl. Warum hat die Marke so lange überlebt? Ja, das ist eine sehr gute Frage, zumal es verschiedene Gelegenheiten gab, wo sie auch hätte sterben können. Aber sagen wir mal so, der Gedanke, das Auto populär zu machen und ihm eine große Verbreitung zu bescheren, zu einem Zeitpunkt, als das Auto gerade eben so weit war, vor André Citroën hatten das halt die Amerikaner gemacht und er hat ihre Techniken importiert, war natürlich ein sehr tragfähiger Gedanke, denn so konnte praktisch Citroën die komplette gesellschaftliche Entwicklung verfolgen, die durch das Automobil gekennzeichnet war und hat sich auch ein paar Mal neu erfunden. Und so kam es letztlich dazu, dass es für 100 Jahre gereicht hat und möglicherweise noch ein paar mehr. Was unterscheidet Citroën von anderen französischen Marken? Am Anfang war es zunächst einmal die Massenfertigung, aber auch, sagen wir mal, die Bereitschaft zur Originalität, die eigentlich aus der Not geboren war. Citroën war eigentlich ein Produktioner, der wollte so viele Autos wie möglich bauen. Und er hat das aber versucht in der Zeit, als die europäischen Märkte sich gegeneinander abgeschottet haben. Und da hat er dann die Idee gehabt, dass er Autos baut, die ihrer Zeit so weit voraus sind, dass er sie länger bauen kann und auf diese Art und Weise die Investitionen besser amortisieren. Als er diese Idee gerade eben gehabt hat, ist er die Firma gleich wieder losgeworden. Er hat Pleite gemacht. Unter merkwürdigen Umständen, die das Buch auch andeutet. Das ist sehr interessant. Es ist ein bisschen Wirtschaftskrimi dabei. Und Michelin, der neue Inhaber, war gleichzeitig ein großer Reifenhersteller. Und auf diese Art und Weise ist halt Citroën eingebettet gewesen, eigentlich in die Automobilgeschichte, Entwicklung insgesamt. Aber wurde von Michelin immer bewusst ein klein wenig außerhalb der Zielgruppen der anderen gehalten, damit sie sich ihr Geschäft mit den Reifen nicht kaputt gemacht haben. Auf diese Art und Weise ist Citroën dann halt auch ein bisschen so zur Ausnahme, zum besonderen Hersteller geworden. Total spannend. Jetzt stelle ich mir das vor, in 100 Jahren ist eine Menge passiert. Das Buch erzählt viele Geschichten. Ist denn deiner Meinung nach alles drin? Ah. Ob wirklich immer alles drin ist, es ist sehr viel drin. Es ist vor allen Dingen sehr viel drin, was der Citroën-Fan in Deutschland eigentlich nur kennt, wenn er Clubzeitschriften liest. Weil es gibt eine sehr, sehr große Clubszene in Deutschland von Leuten, die halt merken, dass es eigentlich zu wenig Bücher über Citroën in Deutschland gibt seit langer Zeit und die dann halt hingehen und aus französischen Quellen stückweise Sachen übersetzen. Also die Geschichte der Designer, die Citroën geprägt haben, die Geschichte der Ingenieure, die Citroën geprägt haben, wo so geniale Leute dabei waren, wie André Lefebvre, der Konstrukteur vom Traction Avant, vom 2CV, vom DS, aber auch Paul Magès, der Vater der Hydropneumatik. Das ist jemand, der hat bei Citroën mehr oder weniger als Lehrling angefangen und ist dann so ein bisschen zum Daniel Düsentrieb der Hydraulik geworden. Solche Geschichten sind bisher eigentlich nur bekannt aus Clubzeitschriften von Spezialisten, die halt Sachen aus dem Französischen übersetzt haben. Und hier in dem Buch findet man das alles mal versammelt an einer Stelle. Was ist eigentlich dein Lieblings-Citroën? Oh, das wechselt je nach Tageszeit. Aber ich denke, sagen wir mal so, ich habe 100.000 Kilometer 2CV gefahren, ich habe Erfahrungen im DS hinter mir, ich fahre privat einen neueren Citroën, der mir sehr zusagt, aber sag mal, derjenige, auf den ich wirklich mal gespannt wäre, das wäre der Traxon Avant. Warum sollte sich jeder Citroën-Fan, aber auch Nicht-Citroën-Fan dieses Buch zulegen? Der Citroën-Fan, weil es einfach das allererste Buch auf dem deutschen Markt ist, das die Geschichte in dieser Breite und auch aus diesem spezifisch französischen Blickwinkel beschreibt, in deutscher Sprache. Wer also kein Französisch kann, der hat sich bisher solche Bücher immer nur als Bilderbücher anschauen können.
und er kann es jetzt endlich lesen. Und der Nicht-Citroën-Fan, weil vermutlich er das ein oder andere kleine Vorurteil über die Marke hat, das er hier ausgeräumt bekommt. Und gleichzeitig erfährt er sehr viel über kulturgeschichtliche, wirtschaftsgeschichtliche Implikationen der Autogeschichte, die man so nicht in jeder Markengeschichte findet. Thomas Albrecht, vielen lieben Dank. Citroën, 100 Jahre Automobilgeschichte, jetzt bei uns erhältlich auf hehl-verlag.de.